verdienst jemanden, der dich respektiert. Jemanden, der dich anständig. Ja, es passt schon. Verzeihung, ich warte auf jemanden. Ja, auf mich. 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 Verzeihung, ich warte auf jemanden. Dann halt nicht. Wie kommt man da eigentlich hoch? Wenn du was unternehmen willst, könnten wir ja mal nach der Arbeit gemeinsam ein Video ansehen oder so. Oh, das ist wirklich nett, aber mir geht's gut. So eine kleine Trockenperiode bringt mich nicht um. Wir könnten uns Flotte und Flottille ansehen. Der hat Preise bekommen für seine Darstellung der Beziehungen zwischen, Turianern und Quarianern. Wie auch immer. Wenn's zum Schlimmsten kommt, ist in meinem Anzug ja das Nervenstimulationsprogramm eingebaut. Außerdem sollen die Liebesszenen sehr... Was? Ja, ja. Standardausstattung für jeden verantwortungsvollen Erwachsenen. Pass auf, ich schalte es mal ein. Entschuldigung, Mensch. Privatgespräch. Etwas mehr Abstand, bitte. Hä? Ich verstehe gerade das nicht. Die Tür ging aber richtig schnell auf gerade. Was sind das für Türen? An die Riegeln. Schokoriegel waren nicht ganz... Ah, jetzt geht's. Sie sehen aus wie jemand, der nur Ausrüstung von höchster Qualität gebrauchen kann. Sehen Sie sich ruhig um. In meinem Geschäft gibt es die beste Tech- und Biotik-Ausrüstung auf ganz Ilium. Woher weiß ich, dass die Ware was taugt? Sie sind eine Asari. Vielleicht ist das alles für Menschen gar nicht geeignet. Ich führe nur das Beste vom Besten. Sie bekommen sogar eine Geld-Zurück-Garantie. Das hilft mir auch nicht, wenn ich wegen einer kaputten Ausrüstung draufgehe. Hören Sie, ich lasse hier zu viele Credits, um Mätzchen zu machen. Nun, ich könnte Ihnen am Kiosk einen Vorzugspreis einräumen. So, ein kleiner Rabatt. Scheiße. Und wenn besondere Waren reinkommen, können Sie einen Blick drauf werfen. Oh. Von welchen besonderen Waren sprechen wir? Ach, Sie wissen schon. Baupläne, Entwürfe, nichts Illegales. Aber ich habe nicht für alles davon eine Verkaufslizenz. Scheiße. Eine interne Ermittlerin von Noveria will sie beim Handel mit Schmuggelware erwischen. Parasini? Mist! Danke für die Warnung. Ich werde mich absetzen und ein paar Beweise verschwinden lassen. Den Kiosk programmiere ich so, dass er Ihnen weiterhin Rabatt gibt. Wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Omega vielleicht. Hoho, Alter, das war maximal böse. Das war maximal böse. Ja, super, ich habe schon alles gekauft. Kriege ich nochmal Rabatt danach? Nee. Gut, dann habe ich es verkackt. Und, ups. Wieder bitte ich um Ihre Hilfe und wieder hintergehen Sie mich. Ich weiß gar nicht, warum ich mich mit Ihnen abgebe. Warum hast du mich auch angesprochen? Selbe Schuld. Ja? Düdüdü. Administration, Fracht. Alien News möchte nun eine Erläuterung zum Sonderbericht über den berüchtigten Auftragsmörder Thane Krios abgeben. Alien News hat Thane Krios legendäre Fähigkeiten seiner Drell-Abstammung zugeschrieben. Damit war keinesfalls eine Beleidigung der Drell-Gemeinschaft beabsichtigt. Alien News ermutigt und toleriert keine Vorurteile gegen intelligente Spezies und entschuldigt sich für jede unbeabsichtigte Äußerung, die etwas anderes vermuten lässt. Haben Sie Thane Krios beleidigt, oder? Hallo, Commander Shepard. Liara wird sich freuen, Sie zu sehen. Sind Sie Liaras Assistentin? Ja, Liara verlässt sich darauf, dass ich nützliche Informationen beschaffe. Ich habe weder ihr Netzwerk noch ihre Kontakte, aber ich versorge sie mit zusätzlichen, unterstützenden Daten. Es ist wirklich eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Wie ist Liaras Ruf hier auf Ilium? Sie ist hoch angesehen. In nur wenigen Jahren hat sie ein respektables Netzwerk von Verbindungen angelegt. Sie könnte aber noch weitaus mehr politischen Einfluss haben, wenn sie sich weniger auf ihre persönlichen Ziele konzentrieren würde. Aber davon sollte sie Ihnen erzählen, nicht ich. Wir reden später weiter. Natürlich, Commander. Feuern meine Augen irgendwann auch Laserstrahlen ab?
Sieht fast so aus. Haben Sie schon mal eine Asari-Kommandoeinheit bekämpft? Wenige Menschen können das behaupten. Ich mach's mal ganz einfach. Entweder Sie bezahlen mich, oder ich ziehe Ihnen bei lebendigem Leib die Haut ab. Nur mit meinem Gedanken. Shepard! Nixaris, alle Anrufe abwimmeln. Shepard. Meine Quellen sagten zwar, dass sie am Leben sind, aber ich habe es nicht geglaubt. Es freut mich sehr, sie zu sehen. Sie drohen damit, Leuten bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen? Ach das. Das war nur ein Kunde, der mit den erhaltenen Informationen unzufrieden war. Er wird zahlen. Sie zahlen immer. Seit ich ihnen geholfen habe, Saren aufzuhalten, wollen Leute meine Freunde werden. Oder zumindest nicht meine Feinde sein. Ich bin jetzt eine respektable und seriöse Informationsmaklerin. Ich bezahle damit meine Rechnungen, seit sie... Naja, also in den letzten 2 Jahren. Und jetzt sind sie zurück und bekämpfen zusammen mit Cerberus die Kollektoren. Allgemein bekannt ist das gerade nicht. Dass sie am Leben sind, auch nicht, Shepard. Informationen sind jetzt mein Geschäft. Und wenn sie jemanden suchen, helfe ich gern mit Informationen weiter. Es gibt eine Asari namens Samara hier auf Ilium. Wissen Sie, wo ich sie finden kann? Samara, ja. Sie ist vor kurzem angekommen und bei Überwachungsoffizier Dara gemeldet. Sie finden Dara im Transportzentrum. Ich suche Thane Krios. Er soll hier auf Ilium sein. Der Attentäter. Ja, der ist vor ein paar Tagen angekommen. Meine Quellen sagen, sein Ziel könnte möglicherweise die Firmendirektorin Nassana Dentius sein. Er hat eine Frau namens Serena kontaktiert. Serena hat ein Büro auf den Frachttransportebenen. Sie kann Ihnen vielleicht sagen, wo Krios ist. Danke für die Hilfe. Mehr wollte ich nicht wissen. Kein Problem. Wenn ich sonst wie behilflich sein kann, sagen Sie einfach Bescheid. Wir reden später, Liara. Yeah, jetzt wird's doch interessant. Alle Benutzer von medizinischen Strahlungssystemen der Firma Koros werden ersucht, die Behandlung damit sofort einzustellen. Bitte bringen Sie Ihr System zu einem autorisierten Händler zurück und lassen Sie sich die Kosten erstatten. Oder beim Kauf der neuen, aufregenden Strahlen von Koros rechnen. Die Sicherheit unserer Kunden ist uns Hören Sie, ich weiß, dass die Daten für die Familie Kirosa sehr wichtig sind. Nassana Dentius hat uns nicht mal Zeit zum Packen gelassen. Ich kann von Glück reden, dass ich überhaupt rausgekommen bin. Ihre Söldner haben plötzlich das Feuer eröffnet. Wenn sie uns nochmal reinlässt, hole ich alles. Wenn nicht, können wir nur noch hoffen. Entschuldigung, aber das ist ein wichtiges Gespräch. Achso. Ich dachte, er wollte was von mir. Im Salahiel-System sind wieder Bergungsoperationen möglich. Aufgrund von Geldaktivitäten in dem Gebiet waren sie vor einiger Zeit verboten worden. Handelsebene. Hier wird gehandelt. Mit Handel. Ah, Serena? Wer will das wissen? Jemand, der Ihnen das Leben zur Hölle machen kann. Oh, zu spät. Liara Tassoni sagte, Sie hätten Informationen über Thane Krios. Vergeude ich hier meine Zeit? Tanner, machen Sie für mich weiter. Hierüber. Ja, ich weiß, wer Thane Krios ist. Ich habe ihm Informationen gegeben, aber ihn nicht angeheuert. Was wollen Sie wissen? Ich muss einfach nur mit ihm reden. Ein gefährlicher Mann für einen Plausch, aber das ist Ihre Entscheidung. Ich war für die Sicherheit von Nassana Dentius zuständig. Aber dann fand ich raus, dass sie Leute umlegt, um ihre schmutzigen Geheimnisse zu wahren. Als ich sie damit konfrontierte, hat sie mich gefeuert. Selber schuld. Ich hätte Thane vielleicht davon abhalten können, sie umzulegen. Wenn Sie dort gearbeitet haben, müssen Sie doch wissen, wie viel Widerstand ihn dort erwartet. Eclipse-Söldner, Hightech-Killer. Undiszipliniert, aber bestens ausgerüstet. Denen ist egal, wen sie töten, solange sie dafür bezahlt werden. Auf Thane wartet ein ordentliches Empfangskommando. Ich habe ihm alles gesagt, was ich wusste. Es schien ihn nicht zu beunruhigen. Wer ist sie? Eine reiche Spekulantin mit höchst unangenehmem Naturell. Sie hat ihre Konkurrenten und Regierungsbeamte getötet. Sie soll sogar ihre eigene Schwester umgebracht haben. Wenn jemand den Tod verdient, dann sie. Sagen Sie mir einfach, wo ich Thane finde. In den Dentius Towers, Penthouse von Turm 1.
Okay. Es gibt einen zweiten Turm, an dem noch gebaut wird. Wenn Ihr Freund clever ist, geht er von da aus rein. Also müssten Sie ihn dort finden. Das klingt nicht danach, als würde Nassana mich einfach so reinlassen. Sie ist ebenso klug wie paranoid. Ohne Kampf kommt da keiner rein oder raus. Ich kann Sie reinbringen, aber Sie haben nur einen Versuch. Sie sollten sich gut vorbereiten. Wissen Sie sonst noch etwas über Thane? Nicht viel. Er hat gesagt, er würde das nicht für Geld machen. Niemand hat ihn angeheuert. Ich wollte wissen, wem ich da helfe, und er sagte, er mache das aus eigenem Antrieb, um in seinem Leben das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er verrückt. Aber wenn er Nassana umlegt, sind mir seine Gründe völlig egal. Sie bieten einfach so Ihre Hilfe an, ohne Hintergedanken? Sie werden nach Thane suchen, und Nassanas Söldner werden versuchen, sie aufzuhalten. Wenigstens lenken sie dann ihre Wachen ab. Sie geraten unter Feuer, und Thane kriegt freies Schussfeld. Ich habe ihn nicht angeheuert, Nassana umzulegen, aber ich werde nicht weinen, wenn sie bekommt, was sie verdient hat. Dann lassen Sie uns gehen. Gut. Ich habe diesen ganzen Mist so satt. Wir gehen heute Abend, sobald die Schichtarbeiter Turm 2 verlassen haben. Ja. Jetzt machen wir Jagd auf Thane Kyrios. Auch so einer meiner Lieblingscharaktere in dem Spiel. Ja, mit wem bin ich jetzt wohl unterwegs? Was für eine Logik. Pff. Die Türme sind schwer bewacht und wenn sie sich dem Penthouse nähern, werden sie auf mehr Widerstand stoßen. Was den Attentäter angeht, wollen Sie ihn aufhalten? Ich will nur dafür sorgen, dass er überlebt. Da sind sie, die Dantius Tower. Sie müssen den zweiten Turm rauf und dann über die Brücke rüber zum Penthouse. Ihre Söldner werden sie alle paar Meter angreifen. Aber es ist ihre beste Chance. Vielleicht finden wir ihn, bevor es zum Äußersten kommt. Mag sein. Zumindest wissen sie, wohin er unterwegs ist. Also gut, gehen wir es an. Moment. Ich glaube, übersetzt wurde das von Just a Sec. Abkürzung für nur eine Sekunde. Sie haben nicht viel Zeit, man wird sie früh genug willkommen heißen. Viel Glück, Shepard. Okay. Wir kriegen Besuch. Gleich geht der Spaß los. Ja, ihr habt richtig gehört. Gleiche Synchronsprecher. Sprecher oder Sprecherin wie Edi. So. Wir werden dann mal da. So oder so, die Asari ist tot. Entweder durch mich oder durch ihn. Wird das noch was hier? Ja, hat aber fast lange gedauert. Direkt hinter Ihnen. Alles klar.
Hier steht mir jemand im Weg. Hilfe! Er ist noch am Leben. Ich spüre meine Füße nicht. Meine Brust bringt mich um. Seien Sie froh, dass Sie noch atmen. Was ist geschehen? Wir sind nur die Nachtschicht. Nassada hat sie auf uns gehetzt. Sie hat die Max geschickt, um uns zusammenzutreiben. Aber wir haben nicht gehört. Sie haben einfach das Feuer eröffnet. Jemand ist hier, um Nassana zu töten. Ich muss ihn finden. Ich habe niemanden gesehen. Aber das erklärt, die Söldner sagten, es dulde keinen Aufschub. Nassana wollte uns aus dem Weg haben. Sofort. Dann. Die Hunde. Er wird nicht überleben, wenn wir ihm nicht helfen. Ich kann nicht atmen. Bitte. Helfen Sie mir. Ich kann's nicht. Meine Brust. Gehen wir. Er kann uns nicht weiterhelfen. Finden Sie die anderen. Da sind noch mehr von uns. Bitte. Die werden Glück haben. Shepard, wir können die nicht einfach liegen lassen. Das ist nicht richtig. Wir können und wir werden. Weiter. Was ist das für eine Kameraperspektive gewesen? Wir können ihn so oder so nicht mehr helfen. Er ist weg. Was erwartest du? Oh. So muss man dich aufhalten. Und unten bleiben. So was? Ich glaube, dann nehme ich das da. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Piu. Scheint wohl keiner mehr zu kommen. Schlecht für die, gut für mich. Bastard. Alter. Für die Bewertung. Für die Beleidigung kommst du hinter Gittern. Ich erwische sie mit einem Warp. Ich erwische sie mit einem Warp. So, genauso. Schweren Beschuss. Nein, ich hab daneben geschossen. Ich schaff euch alle. Aufstand unmittelbar bis zum Schädel. Die Waffe erstmal nachladen. Das wird ein harter Treffer. Perfekt.
Der hat doch Muni fallen lassen, ich hab's doch genau gesehen. Ich kann hier abspeichern, ne? Speichern, ja, okay. Weil das war's für heute. Ich nehme nochmal die Muni mit, die hier liegt. Oh, nimm's mit. Da liegt doch Muni. Dann nimm's nicht. Ja, willkommen auf Ilium. Und an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Ah, guck mal. Da wisst ihr, wann, wie lange das schon her ist. Ne, ja, wobei, das ist der Schnellspeichern, oder? Nee. Nee, stimmt gar nicht. 23.11. Wir haben heute den 6.12. Hm. Wie? Ihr glaubt mir nicht? Hier, bitte. Entschuldigung, 7.12. 0:12. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.